Servus Leute, da bin ich ja schon wieder, zurück bei Bioshock Infinite. Und wir sind endlich auf Monument Island. Ich möchte bloß wissen, wieso man sich hier entsperrt. Ja, das möchte ich auch mal wissen, Booker. Eigentlich sollte sie doch die... Aha, da kann ich rüber. Huah! Genau, sie ist doch der Spross des Propheten. Sollte man sie doch eigentlich gut behandeln. Aha, okay. Ja, hallöchen. Ich schätze, selbst in einer gesicherten Abteilung brauchen die weißen Jungs einen, der die Böden schrubbt. Diese ganzen Politiker und Wissenschaftler achten nicht darauf, was sie in meiner Gegenwart sagen, weil ich ja nur ein dummer Farbiger bin. Aber ich merke, dass sie eine Höllenangst haben vor dem Ding, das sie da oben eingesperrt haben. Ja, sie haben einen Tiger am Schwanz gepackt und jetzt wissen sie nicht, ob sie ihn festhalten sollen oder weglaufen. Es ist nicht das Schlauste, einen Tiger am Schwanz zu packen. H1, H5, 11, 17. Ja, ist ja normaler Verlauf ungefähr. Gibt's hier noch? Gib mir alles! Gib mir alles! Aber nichts da gibt's. Oh oh. Da sollte ich wohl nicht reingelangen. Transponder Nummer 2, Nummer 1 und Nummer 3. The fuck? Poetry Book? Companion. Aha, die wechseln die Farbe. Interessant. Aber unverständlich. Sehr merkwürdig auf jeden Fall. Nein, keine Zigaretten rauchen, keine Zigaretten rauchen. Aha, der kommt uns doch sehr bekannt vor. Was machen die mit ihr? Nein, das wollte ich doch. Mr. Thompson, ich habe wie verlangt die gesamten Batteriesicherungen ausgetauscht und die Lichter funktionierten alle letzte Nacht. Jetzt geht's wieder los. Wir verbraten in letzter Zeit kartonweise Sicherung nur für den Zipfern allein. Ich kann nicht. Oh Gott, da passiert irgendwas, was? Ah! Okay. Tja, das war's dann wohl für Ty Bradley. Sorry, Dude. Radio. Nö. Die beobachten sie. Alles ganz schön creepy hier. Verdammt creepy. Was? Achso, Radio. Was sind das für mega krasse Kabel hier? Okay. Facility unsafe. Sich seine Zukunft vorzustellen ist eine Sache. Sie zu sehen ist eine andere. Denn ich habe die Saat des Feuers gesehen, die das Sodom unter uns auf das Kommen des Herrn vorbereiten wird. Aber Elizabeth wird diese Saat aussehen, nicht ich. Ich werde fallen, bevor die Aufgabe erfüllt ist. Doch sie wird meine Rolle übernehmen. Der Herr ruft mich zu sich. Ich spüre seine Liebe in jedem meiner Tumoren. Oh. Denn sie sind das Schiff, das mich in seinen Hafen bringen wird. Und ich trete freudig ab, da ich weiß, dass Elizabeth meinen Platz auf Erden einnimmt.
der falsche Hirte kommt und führt meine Herde auf Abwege. Ich besteige das Schiff erst, wenn sie sicher ist vor seinen Täuschungen. Okay, das heißt, der Prophet macht's nicht mehr lange. Tja, hat aber einen echten Hass gegen uns. Na nü. Testsubjekt Beobachtung. Aha. 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 Das ist ihr Zimmer. Also das gehört auch noch zum Zimmer. Testsubjekt Tracker aktivieren. Kleiner Raum. Da müssen wir hin. Aha. Ja, Umkleideraum hört sich doch gut an. Ist sie hier? Oh, da ist sie ja. Hallo. Was ist sie? Ah, das ist natürlich verspiegelt. Was zum Teufel? Oh nein, sie hat sich geschnitten am Finger. Armes kleines Ding. Oh, und sie möchte nach Paris. Oh ja, Paris. Nein, sie geht weg. Muss sie jetzt? Ah, im Esszimmer. Gut, gehen wir weiter. Ist sie jetzt hier? Oh, sie hat doch den Eiffelturm gemalt. Was ist das da drüben? What the fuck? Oh, was ist? The hell? Oh Mann. Was immer das war. Das hat nichts mit meinem Job hier zu tun. Das kann gut sein, Booker. Da können wir nicht lang. Hier müssen wir lang. The fuck, was ist denn das für ein abgedrehtes Mädel? Dieser Job wird immer mieser. Und das war der moderne Eiffelturm, also da war ja ein Bus. Das war nichts mit 1912. Was macht dieses Mädchen so anders? Ich vermute, es hat weniger damit zu tun, was sie ist, als damit, was sie nicht ist. Ein kleiner Teil von ihr bleibt dort, wo sie herkam. Es scheint, das Universum mag keine Vermischungen. Und wo kam sie her? Ja, sie schaut auf jeden Fall ganz traurig nach draußen. Bibliothek. Ja, das konnten wir uns jetzt auch denken, Booker. Ja, irgendwas? Nein. Oh. Windig! Scheiße. Okay, ich schaff das. Wer baut denn solche Gänge hier draußen? Öffnen? Ah ja. Ist ein wenig dunkel. Oh! Hallo! Hey, hör auf damit. Willst du wohl aufhören? Hörst du jetzt auf? Ich tue dir das nichts. Wer sind Sie? Mein Name ist DeWitt. Ich bin dein Freund. Ich soll dich hier rausholen. Gehen Sie weg! Kleines Biest! Sind Sie echt? Was sonst? Ziemlich echt sogar. Kommt, Sie müssen gehen. Warum? Er darf sie auf keinen Fall hier sehen. Kleinen Moment noch, ich zieh mich gerade an. Ich kann dich hier rausbringen. Man kommt hier nicht raus, glauben Sie mir. Ich hab's versucht. Jetzt warte doch, es reicht. Wie bist du damit? Was ist das? Damit kommen wir hier raus, nicht wahr? Was soll... Geben Sie das her.
Okay. Und, passt er? Fink-MFG. So kommen wir raus. Ja, offensichtlich. Ja, da! Hey! Will er auch durch. Oh, fuck, was ist denn das? Er passt auf, dass ich nicht hier rauskomme. Das wird sich zeigen. Boah, shit. Wer sind Sie? Was wollen Sie hier? Oh Mann, Alter. Schnell raus hier. Wow. Oh Gott! Was war das denn, ey? Hüpf! Hol den Aufzug! Wieso? Was ist das für ein... Drück den Knopf! Alter! Was ist denn hier los? Haben mich beobachtet? Ja. Die ganze Zeit? Ja. Warum? Keine Ahnung. Was bin ich? Ich hab keine Ahnung. Was bin ich? Ich weiß es nicht! Du bist das Mädchen, das aus diesem Turm hier rauskommt. Boah! Elizabeth! Da bist du. Okay. Jesus. Wo lang? Boah! Ja, genau hier lang. Mhm. Ja, offensichtlich. Ah, verdammt. Nicht jetzt. Ja. Es ist alles nicht so einfach hier. Wart. Da. Dann mach sie schon mal auf. Lass mich mal. Und jetzt? Aber das macht keinen Sinn, Booker. Und nu? Festhalten! Skyhook! Wow! Oh, fuck! Drehen wir uns im Kreis? Yep. Wow, shit! Der hat die ganze Statue auseinandergenommen. Wow! Ich und Booker und uns verstehen das. Da ist das Vieh! Das ist ein riesiger Vogel! Mein Gott. Oh. Oh Gott, wo landen wir? Wasser? Oh, what the hell? Okay. Bringen Sie uns das Mädchen und tilgen Sie die Schuld. Okay, what the hell? Nein, ich bin nicht da drin. Was wollt ihr von ihr? Sagt mir, was ihr von ihr wollt. Wollt ihr ihr was antun? Sagt, was ihr vorhat. Ich habe kein gutes Gefühl dabei, hier aufzumachen, aber wir machen es mal. Und wer ist Anna? Ich soll dem Mädchen alles sagen, was sie hören will, solange sie nur mitkommt. Okay.
Na, komm schon. Da bist du ja. Und wieder weg. Anna. Anna. Nein, ich bin's. Elizabeth. Alles in Ordnung? Wo bin ich? Wieder unter den Lebenden. Hier, Moment. Es geht schon. Sie wären fast ertrunken, sie. Ich sagte, es geht schon. Ich brauche nur einen Moment. Hören Sie das? Das ist Musik. Gino, ich muss... Gino! Okay, ich bleib nicht lang. Ich bleib nicht lang, Mr. DeWitt. Ja, der ist ja super schlau. Wer sollen die von hier wegbringen? Und nicht hier irgendwelche Musikdingens und so. Wo ist sie? Hä? Aber wir sind immer noch in den Wolken. Okay. Wir sind irgendwie hier gelandet. Crazy shit. Hey, alles cool? Ich check mal deinen Chick ab. Na, kannst du behalten. Wer nimmt zum Strand Maschinengewehrmunition mit? Blauer Rock? Nein? Nein. Aber ich bin solo, falls du eine Begleitung suchst. No, why not? Also, Elizabeth, ich nehme dich hier. Nein? Na gut. Hallo? Hey, haben Sie eine junge Frau gesehen? Wollen Sie mir etwas andrehen? Ich habe nämlich kein Interesse. Ja, so siehst du auch aus. Ja, guck dir mal deine Füße an. Ja, da hätte ich aber auch kein Interesse an irgendwas. Hast du sie gesehen? Hey, ich suche eine junge Frau. Wer nicht, Bruder? Oh, du Schlingel. Habt ihr was gesehen? Eine junge Frau gesehen? Blauer Rock, dunkles Haar? Sieh dir den an. Schlaf deinen Rausch aus, Trottel. Hey. Hier wird hier. Oh, oh, da leuchtet irgendwas. Ich hab's gesehen. Kuchen. Sonst noch irgendwas hier? Da ist noch ein Korb. Oh yeah. Kuchen. Oh, ich liebe Kuchen. Ein Luftschiff. Damit könnten wir hier wegkommen. The First Lady. Nicht schlecht. Stimmt, wir haben gerade keine Salzanzeige. Das ist doch alles Schwindel. Ich will nur einen fairen Lohn für meine Arbeit. Das hört sich ein bisschen nach deutschem Akzent an, oder? Doch alles Schwindel. Hm. Oh, was ist das? Battleship Bay. Aha. Ja. Super. Das hat sich ja gelohnt. Oh, Munition. So, und was uns an diesem Strand erwartet, das erfahrt ihr in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt Bioshock Infinite. Am Strand liegen und dem Songbird lauschen. Tschüss.